ehrlich, so ein Getriebe ist schon ein riesen Kaventsmann. Allein das Planetengetriebe alles. Ich kenne es ja nur aus der Automobilindustrie. Und das ist alles viel kompakter und kleiner. Das ist schon ein ganz schönes Ding. Hi! Hallo! Jean-Pierre! Christian! Du, Christian, was haben wir für ein schickes Getriebe? Wir haben hier ein stufenloses, leistungsverzweigtes Getriebe aus eigener Produktion. Eigene Produktion? Ja, genau. Standort Paderborn, Klasse Industrietechnik. Für die Arion-Baureihe 135 bis 184 PS. Aber wenn ihr das selber baut und entwickelt, wie testet ihr die denn? Wir haben eine Menge investiert in Prüfstände, Prüfstandstechnik. Das heißt, der erste Schritt ist immer, dass man Lasten simuliert auf einem Prüfstand. Mhm. Und in der zweiten Stufe gehst du halt in die Praxis und fährst Tests bei Landwirten weltweit, um da wirklich sicher zu gehen, dass es unter allen Bedingungen, bei allen Arbeiten auch seinen Zweck und seine Haltbarkeit erfüllt. Das fängt an bei Transportarbeiten, bei Mäharbeiten in der Grünfutterernte, Frontladarbeiten auf dem Hof. Das heißt, wir decken einen riesen Spektrum ab. Ne? Exakt. Das ist kein Geländewagen, das ist auch kein Kleinwagen. Der ist einfach, den kannst du überall einsetzen. Und dafür ist es halt sehr, sehr spezielle Anforderungen. Da haben wir uns richtig was einfallen lassen. Hört sich ja wirklich ganz gut an. Aber was ist wirklich der Vorteil jetzt von dem Getriebe? Was kann es besser? Wir haben eigentlich zwei Fahrbereiche, die werden aber so intelligent verschaltet, dass du gar keinen Schaltpunkt merkst. Das ist total ruckfrei, agil, in eins durch. Genau das, was der Kunde nachher für seine Arbeiten braucht und will. Das Kernstück des Getriebes hier ist das Stufenplanetengetriebe. Klar. Das zum einen Leistung aufteilen kann, ne? Und, also, weitergeben, ja. Und weitergeben kann, also mechanische Leistungen, hydraulische und mechanische teilen kann. Das heißt, Lastmoment bleibt da, wir haben eine lange Kurve, wo viel Drehmoment ist, ganz es gibt viel Kraft weitergegeben und ohne Abbruch. Das Spezielle ist wirklich, wir haben eine sehr, sehr flache Wirkungsgradkurve, das heißt, du hast eigentlich im gesamten Geschwindigkeitsbereich durch diese intelligente Verschaltung eine gleichmäßige Power und ein super agiles Fahren. Ja, beeindruckendes kleines Ding. Ich sag mal danke, danke und ich ziehe weiter. Alles klar.